Ja, hallo zusammen. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge von HTX Weekly. Und wie man unschwer erkennen kann, geht es heute weiter in dieser kleinen Reihe Back to Basics. Der Block liegt bereit, Buntstifte liegen bereit, die Kaffeetasse steht auch da. Und ja, dann können wir eigentlich loslegen. Ich trinke mal einen Schluck und stelle die Kaffeetasse beiseite, damit ich hier kein Unglück produziere. Gut, was haben wir besprochen? Ich blätter nochmal zurück. Falsche Richtung. Wir haben uns in den letzten Folgen beschäftigt mit den Inputs und mit den Mischern. Damit haben wir schon relativ viel besprochen. Das war teilweise recht kompliziert. Bei den Inputs ging noch so. Mischer war dann schon vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen starker Tobak. Heute kommt der dritte Block in dieser Verarbeitungskette. Das sind die Outputs. Wir haben also gelernt, dass das hier alles durchlaufen muss. Unsere Gebersignale durchlaufen also dann die Inputs, die Mixer durch die Outputs und werden dann erst zu dem HF-System gegeben und zu unserem Empfänger übertragen. Ja, und der Block, der eigentlich noch fehlte in dieser Kette, das waren die Outputs. Bevor wir zu den Outputs gehen, schauen wir nochmal in dieses crazy Bild hinein. Und da sind eigentlich zwei Informationen wichtig. Zum einen ist, dass wir uns vergegenwärtigen, dass aus so einem Mischer ein Wert herauskommt für den Kanal Nummer X. Und jeder Mischer ist genau einem Output zugeordnet. Also der Mischer 1 ist dem Output 1 zugeordnet, der Mischer 13 dem Output 13, der Mischer 32 dem Output 32. HTX hat derzeit nicht mehr als 32 Outputs und diese können weitergegeben werden an ein HF-System, aber die derzeitigen HF-Systeme benutzen üblicherweise 16 Kanäle. Ausnahme sind da vielleicht dann Graupner, also HOT und FleißKeil mit seinen 18 Kanälen bei AF HDS2A. Genau, also hier kommt ein Wert heraus. Nicht zwei Werte wie bei den Inputs. Da hatten wir den Inputwert und den Trimwert. Hier hinten ist das alles schon verrechnet. Da haben wir einen Wert. Und der erscheint dann gleich bei den Outputs, wenn wir die Outputs besprechen, auf der linken Seite wieder als Anfang bei dem Output. Und dann sollten wir berücksichtigen, dass so ein Mischer Werte produzieren kann, die im Intervall von minus 500 bis plus 500% liegen. Also wenn wir viele Zeilen haben, die hier additiv miteinander verknüpft werden, wie wir das auch in unserem Beispiel gemacht haben, da hatten wir ja so zwei Seitenmotoren, den Mittelmotor lasse ich jetzt mal außer Acht, die hatten zwei Seitenmotoren und da wurde das Ruder dann zu den Seitenmotoren noch dazu gemischt. Wenn wir also jetzt Vollgas hätten und hätten vollen Ruderausschlag, vielleicht ein abenteuerliches Manöver, dann würden wir hier tatsächlich Werte über 100% produzieren. Also wenn unser Zumischungsgrad des Seitenruders meinetwegen 40% ist und Vollgas hätten wir durch den Gaskanal 100%, Seitenruder nochmal 40% drauf, additiv verknüpft, macht 140%. Also wir geben hier 140% an das Output weiter. Trotzdem ist es jetzt erstmal so, dass das irgendwie dann begrenzt wird bei dem Motorsteller kommen ja tatsächlich dann von diesen 140% auch nur 100% an und diese Begrenzung, die findet tatsächlich in der Output-Verarbeitung statt, aber da findet auch noch mehr statt und das ist wie gesagt heute unser Thema. Dann blätter ich mal um und wir haben eine schöne freie neue Seite und ich gebe hier die Überschrift Outputs. Das ist unser Thema heute. So, okay. Also, auf der linken Seite haben wir den Mixer Nummer N. Der liefert uns einen Wert und dann passiert hier eine ganze Menge. Und ganz am Ende kommt dann irgendwas raus. Und dann haben wir hier unsere Wolke, unser HF-Modul. Und dann geht das zum Empfänger.
Und da haben wir dann Kanal Nummer N. So ist das üblicherweise. Manchmal kann man in den Empfängern auch noch die Zuordnung ändern. Also was hier Kanal Nummer N ist, also Kanal Nummer 3 beispielsweise, kann man auf Kanal oder Ausgang Nummer 7 rauskommen lassen. Also der Empfänger kann das nochmal vertauschen. Manche können das, nicht alle. Deswegen lassen wir das einfach mal außer Acht. Und es ist auch gar nicht nötig, dass man das nochmal vertauschen kann, weil wir eben in HDX diese flexible Zuordnung haben von Inputs zu Mischern. Braucht man also hier diese Vertauschung nicht noch einmal. Die ist überflüssig. Gut, dann haben wir wie üblich einige Verarbeitungsblöcke. Und das Erste ist erstmal, dass wir die Reihenfolge klar kriegen dieser Verarbeitungsblöcke, weil leider die Verarbeitungsblöcke, so wie sie in dem Menü, das schauen wir uns jetzt gleich zwischendurch nochmal kurz an, des Outputs auftauchen, nicht mal wieder nicht, könnte man sagen, der Verarbeitungsreihenfolge entspricht. Wir haben zuerst einen Block zur Verarbeitung mit Kurven. Dazu sage ich heute gar nichts. Das hatten wir schon bei den Inputs, das hatten wir schon bei den Mixern und das haben wir noch mal bei den Outputs. Das lassen wir einfach mal weg heute. Dann kommt etwas, mache ich mal ein klein bisschen größer. Ja, ich muss aufpassen mit meinem Platz hier. Da mache ich schon mal so ein Koordinatensystem rein. Und da gibt es zwei Werte, die dafür entscheidend sind. Das ist einmal Minimum und einmal Maximum. Ja, und das ist eine Skalierung. Das erschließt sich vielleicht erst nicht so unbedingt, Minimum, Maximum, dass das eine Skalierung ist, aber die beiden Werte Min und Maximum, die finden auch noch an anderer Stelle Niederschlag und deswegen heißen sie so. Sie werden also an zwei Stellen benutzt und das erkennt man, wenn wir das Diagramm zu Ende gemalt haben. So, nach dieser Skalierung geht es dann in einen Block, den finden die meisten wirklich strange. Das ist nämlich der Block Subtrimmung. Und wir haben ja schon über Trimmung gesprochen bei den Inputs. Mit den Inputs kann man ein Trim zu einem Input sozusagen dazulegen. Er wird noch nicht verrechnet. Die Verrechnung findet dann erst im Mixer statt. Und jetzt gibt es hier noch eine Trimmung und die heißt Subtrim. Die hat erstmal einen anderen Namen, hat also nichts mit der anderen Trimmung zu tun und dient eigentlich auch anderen Zwecken. Genau, ich lasse das erstmal so stehen. Dann haben wir hier etwas, mache ich mal ein bisschen schmaler. Das ist eine Begrenzung, ein Begrenzer. Und in diesem Begrenzer wirken sich also auch diese Min und Max. Also wird hier einfach begrenzt zwischen Minimum und Maximum. Was hier rauskommt, wird zwischen Minimum und Maximum begrenzt. Also stelle ich das Minimum meinetwegen auf minus 70%. Dann alles, was hier berechnet wird, das wird einfach hart auf minus 70% dann begrenzt. Ja, nächster Block ist total simpel. Das ist also eine Umkehrung. Also was ein Servoausschlag nach links war, wenn ich die Umkehrung aktiviere, ist das ein Servoausschlag nach rechts. Mathematisch werden einfach die Werte mit minus 1 multipliziert. Genau, also wie, na, da mache ich gar nichts rein. Oben drüber steht ja Umkehrung. Ja, danach, jetzt wird mein K Platz tatsächlich ein bisschen eng. Das ist aber auch gar nicht schlimm, weil diese folgenden beiden Blöcke, die sind eigentlich, ja, ich würde sie fast als historisch bezeichnen. Verarbeitungsschritt Nummer, ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ist dann, ist eigentlich nur ein Schalter und danach kommt
etwas, was, wie heißt es nochmal? Ja, genau, PP, das ist auch so ein bisschen blöd. PPM Center heißt das da. Ich übersetze das jetzt gar nicht. Gucken wir uns gleich an. Wir hüpfen gleich mal rüber zum Simulator und dann identifizieren wir diese Blöcke nochmal in dem Menü von einem Output. Aber hier waren wir noch dran. Das haben wir noch nicht zu Ende besprochen. Man kann hier umschalten, hart umschalten, ob dieser Wert genommen wird und weitergeleitet wird über das HF-Modul oder ob ein ganz anderer Wert sozusagen hier reinkommt und dann übertragen wird. Und weil das ein ganz anderer Wert ist, kann man sich das vorstellen, dass der Wert, der hier rauskommt, sozusagen durch diesen Wert, also der Wert, der hier rauskommt bei der Nummer 1, der wird durch den Wert, der hier reingegeben wird bei der Nummer 2, komplett ersetzt, überschrieben. Und deswegen heißt das auch Override Channel. Wir sind bei dem Kanal Nummer N, also Override Channel N. Das ist eine Funktion, die findet man unter dem Menüpunkt Spezialfunktionen. Vielleicht hat der ein oder andere das schon mal entdeckt. Damit kann man gewissermaßen ganz hart durch Umschalten eines Schalters den Wert hier definitiv ganz am Ausgang, egal was da vorne passiert, am Ausgang kann man den Wert meinetwegen abschalten. Ne? Also bei einem Flugmodell mit einem Verbrennungsmotor kann man dann die Drossel auf Null stellen, dann geht der Motor aus. Ja, das ist so für Notsituationen mal gedacht. Ist aber nicht wirklich nötig, weil man das natürlich über die Mischer oder die Inputs durch Aktivieren von Mischerzeilen oder besser gesagt Deaktivieren von Mischerzeilen oder Deaktivieren von Inputzeilen natürlich auch erreichen kann. Ich benutze das nie und ich würde das eher auch als historisch bezeichnen. Und dann haben wir noch diesen Block PPM Center. Genau, und das besprechen wir jetzt einfach mal ganz kurz am Simulator und identifizieren auch die anderen Verarbeitungsblöcke. Dann hole ich mal kurz das Simulatorfenster wieder nach vorn. Da ist es. Und genau, wir gehen mal in die Modellkonfiguration rein und dieses Icon, was hier so aussieht, so ein bisschen wie eine Klappe an einem Tragflügel. Dahinter verbergen sich die Outputs. Und jeder Output hat hier so eine komprimierte Darstellung, was jetzt gerade los ist. Vor allen Dingen wird hier ganz rechts auch der Output-Wert angegeben. Also wenn ich jetzt hier meinetwegen Gas gebe, sieht man das. Oder wenn ich nach rechts und links bewege, sehen wir das auf Kanal 1. Und wir sehen auch die Zumischung zu den beiden Motorkanälen. Das hatten wir letztens erarbeitet. Jetzt gehe ich hier mal in die erste Zeile, das war unsere Seitenruderzeile, aber ist eigentlich auch egal. Es geht nur darum, dass wir mal die Werte identifizieren. Also ich wiederhole das nochmal, die Reihenfolge, die jetzt hier steht in diesem Menü. Also man würde das ja in jeder Zeile von links nach rechts und von oben nach unten lesen. So sind wir das in Westeuropa gewohnt. Das entspricht aber nicht dem, was ich eben auf das Papier gemalt habe. Zum Beispiel Subtrim ist mittendrin und das taucht jetzt einmal hier auf. Und es taucht aber auch ganz am Ende auf. Beides gehört zusammen, taucht an zwei verschiedenen Stellen auf. Dann haben wir die Skalierung. Dann haben wir die Kurve hier zum Beispiel. Die Kurve wird aber ganz am Anfang angewendet, noch vor der Skalierung, taucht aber danach auf. Also ein bisschen aufpassen an dieser Stelle, auf das Diagramm gucken. Ja, und dann steht hier PPM Mitte. Und da steht jetzt ein Wert 1500 drin. Das soll so viel heißen wie 1500 Mikrosekunden. Also am Empfänger, an einem analogen Empfänger, der solche Servoausgänge, nein, an jedem Empfänger, der solche Servoausgänge hat, so muss ich sagen, kommen ja, haben wir Servosignale und das ist eine Impulsbreitenmodulation oder eine Pulsweitenmodulation. Nennen wir üblicherweise PWM als Abkürzung für Pulsweitenmodulation. Und es hat sich eingebürgert, dass die Servos bei einer Impulsbreite von 1500 Mikrosekunden, also 1,5 Millisekunden, die Mittelstellung haben, dass sie bei 2 Millisekunden Impulsbreite das Maximum in der einen Richtung erreicht haben und bei einer Millisekunde das Maximum in der anderen Richtung erreicht haben. Das
war und ist leider, es ist zwar üblich, das so zu haben, aber es ist nicht bei jedem Servo so. Und deswegen kann man diese Mittenposition auch nochmal verschieben, ganz am Ende. Also man kann sich dem Servo, das muss natürlich ganz am Schluss stattfinden, nochmal anpassen. Das wäre dann so, als würde man das Servo ändern. Ja, so kann man das vielleicht betrachten. Dann steht da aber leider als Beschriftung PPM Mitte und nicht PWM Mitte. Das ist ja schon wieder babylonische Begriffsverwirrung. Ja? Und PPM heißt Pulspausenmodulation. Das ist jetzt wieder eine Anlehnung an sozusagen die analoge Übertragung. Also wir stellen uns vor, wir hätten jetzt kein digitales Hochfrequenzsystem, wie zum Beispiel eben HOT oder AVDS2A oder ELRS, sondern wir hätten noch ein altes analoges Übertragungsverfahren. Man kann ja, wenn man eine externe Modulschacht hat, auch ein beispielsweise noch ein altes analoges 40 MHz oder 35 MHz Modul dort einstecken und verwenden. Und diese Module werden gefüttert mit einer Kette von Impulsen und die Pausen zwischen diesen Impulsen oder Impulsflanken genauer gesagt, die Pausen dazwischen oder der zeitliche Abstand dazwischen, der wird vom Empfänger dann umgewandelt in so ein PWM-Signal. Also man spricht im Sender eigentlich von einem Pulspause, von einer Pulspausenmodulation. Das geht in das HF-Modul rein, deswegen steht hier auch PPM Mitte, Pulspausenmodulationswert Mitte. Und der Empfänger wandelt das dann um in einen einzelnen Impuls für das Servo. Und dann sagt man dazu, mehr oder weniger zu demselben PWM, weil es nur ein Impuls ist. Okay, also das nochmal für diejenigen, die sich vielleicht daran stören, dass hier PPM steht. Es geht also um die Servoimpulse. Aber das soll auch nicht unser Thema sein, ist auch eher historisch. Und deswegen betrachten wir das heute weniger. Gut, jetzt haben wir die Dinge identifiziert. Wir gucken uns heute an Min, Max, Subtrim hier und Subtrim da. Okay, das ist schon kompliziert genug. Jetzt hole ich wieder unsere Skizze vor. Genau, da sind wir wieder. Gut, gehen wir noch mal zurück zur Skalierung. Das ist eigentlich einfach. Skalierung ist klar. Wir multiplizieren die Werte, die vom Mixer kommen. Lassen wir mal die Kurven für einen Moment außer Acht. Die Werte, die vom Mixer kommen, multiplizieren wir einfach. Normalerweise können wir nur Faktoren kleiner 100%, also kleiner als 1, anwenden, also 0,9 beispielsweise. Ups, jetzt hat mein Stift hier den Geist aufgegeben. So, ich male wieder so ein Koordinatensystem hin. Ja, wir haben also hier, was wir dann landläufig, ob jetzt ist natürlich, was ist denn jetzt passiert hier? Mein Video ist zusammengebrochen. Muss mal gucken, dass ich das gerade wieder in Gang kriege. Ja, da sind wir wieder. Okay, also nochmal zurück. Ich habe das Koordinatensystem hier hingemalt. Und was hier auf der X-Achse ist, das ist das, was hier aus den Kurven rauskommt. Deswegen mache ich das mal so. Und was hier die Y-Achse ist, das ist das, was wir nach der Skalierung haben. Ja, und wir haben typischerweise Min und Max auf 100% stehen. Das soll Folgendes heißen: Wir haben hier so eine winkelhalbierende, also 100% am Eingang wird auf 100% am Ausgang übersetzt und minus 100% am Eingang wird tatsächlich dann auf, jetzt habe ich die Skizze ein bisschen schief gemalt, aber minus 100% am Ausgang übersetzt. Und diese Geraden, und zwar getrennt, sowohl im ersten Quadranten wie im dritten Quadranten, die können wir getrennt voneinander kippen. Wenn wir also einen Maximalwert meinetwegen hier von 80% einstellen, dann verläuft die Gerade hier so. Also aus 100% werden 80%. Oder wenn wir das so machen, wenn wir hier also minus 20% angeben, dann wird aus minus 100% 20%. Minus 20%, Entschuldigung.
Wert größer als 100% können wir normalerweise nicht angeben. Normalerweise, aber es geht auch, dass wir bis zu 150% angeben können. Also man kann bis hier oben hin tatsächlich das machen. 150 oder auch bis hierhin. Minus 150%, plus 150%, da würde die gerade so verlaufen, würden wir also hochskalieren. Und dazu muss man aber sozusagen noch ein Feature aktivieren. Das kann man nicht so, das schauen wir uns gerade am Simulator an. Schiebe ich den wieder hoch. Wenn ich jetzt hier versuche, meinetwegen, ich bin wieder im falschen Fenster, guten Morgen. Wenn ich jetzt hier versuche, das größer zu machen, dann geht das erstmal nicht. Denn wir müssen hier mal ganz rausgehen und auf die Übersicht wechseln. Da haben wir nämlich hier oben rechts noch so einen Schieber, der ist momentan aus. Da steht erweiterte Wege auf 150%. Wenn wir das hier anklicken, dann können wir auch mehr als 100, also bis 150%, bis 150% einstellen bei dem Output. Probieren wir gerade mal aus. Ja, jetzt komme ich hier also tatsächlich bis 150%. Ich gebe jetzt wieder zurück. Muss ich jetzt zu Fuß machen. Ups. So, bis dahin. Okay, das gelingt mir also nur, wenn ich diese erweiterten Wege hier mache. Das ist so ein gewisses Sicherheitsfeature. Das bedeutet ja auch, dass eventuell dann so ein Servo, je nach Servo, sagen wir mal, durchaus in den mechanischen Anschlag laufen kann. Und um das so ein bisschen zu verhindern, hat man hier diese Checkbox gemacht oder diesen Schieber für erweiterte Wege. Und wenn man das ausschaltet, wie das normalerweise ist, dann ist das für alle Outputs gleichermaßen deaktiviert. Das heißt, ich komme dann maximal eben auf meine minus 100% oder plus 100%. Gut, das war das. Okay, dann zum Subtrim. Da haben wir hier zwei Einstellungsmöglichkeiten. Wir können hier irgendeinen Wert angeben und wir können hier noch so einen Modus angeben. Man hat sicherlich eine Vorstellung davon, was eine Trimmung ist, aber trotzdem ist das wahrscheinlich nicht das, was die meisten erwarten. Vor allen Dingen, was soll hier dieser Modus einmal in diesem Dreieck mit diesem Delta-Symbol, da steht dann Center Only hinter, also nur das Zentrum oder die Mitte wird verschoben und dann haben wir symmetrisch noch als andere Variante. Normalerweise ist das so eingestellt. Gut, das klären wir jetzt. Dann schiebe ich dieses Fenster mal wieder an die Seite von dem Simulator. Genau. Und wir gehen hier an den Block Subtrim. Okay, dazu mache ich wieder ein anderes Koordinatensystem. Das male ich jetzt hier unten hin. Es gilt wieder, die X-Achse ist also der Eingang. Die Y-Achse ist der Ausgang. So, die Subtrimmung. Trimmung, klar. Wir verschieben irgendwie den Neutralpunkt. Und das kann man auf zwei verschiedene Arten machen. Wir haben, nehmen wir mal an, wir hätten Minimum und Maximum bei 100% belassen. Das macht die Sache ein bisschen einfacher. Dann können wir uns diese Trimmung hier folgendermaßen vorstellen. Also aus der Skalierung kommen Werte zwischen plus 100% und minus 100% heraus. Und das wollen wir irgendwie übersetzen auf etwas an den Ausgang. Wenn wir den Neutralpunkt haben, das hieße ja, wir sind hier in dem Koordinatenursprung, also auf der X-Achse bei dem Wert 0, also neutral, 0.
und wir wollen das trimmen, dann heißt das ja eigentlich, wir wollen dann den Ausgangswert so ein klein bisschen nach oben oder unten verschieben. Ja, ich male mal hier hin, dass wir dann zum Beispiel an dieser Stelle sind. Das ist unser Trimwert hier. Dieses kleine Stückchen. Das ist unser Trimwert. Und man hat jetzt, oder man kann sich die Frage stellen, was passiert eigentlich mit den Extremwerten? Ja, und der Normalfall, also sagen wir mal so, wie EdgeTX das normalerweise macht, ist, dass jetzt folgende Kurve hier angewendet wird. Das ist also keine Gerade, sondern die hat hier in der Mitte so einen Knick. Ja. Das bedeutet also, dass 100% immer noch auf 100% abgebildet wird und minus 100% immer noch auf minus 100%, aber die Mitte verschoben wird. Und weil das so ist, bedeutet das also, dass die Geradensteigung hier auf der rechten Seite anders sein muss als auf der linken Seite. Ja, man sieht das ein bisschen hier in dem Diagramm. Wir haben da so einen Knick. Ja? Und das mit dem Knick, das ist dann der normale Modus oder dieser Delta-Modus. Oder wie heißt es? Ich habe es jetzt schon wieder vergessen. Das ist das mit dem kleinen Dreieck. Das heißt dann Center Only. Also es wird nur hier das verschoben, die Endwerte, die Skalierung bei den Endwerten, oder wie soll ich sagen, also bei den Endwerten bei plus 100% oder bei minus 100% findet keine Verschiebung durch die Trimmung mehr statt. Der Effekt der Trimmung nimmt also immer mehr ab, bis wir dann hier sind oder auch bis wir dann hier sind. Da? Es wird im Prinzip nur der Mittelpunkt hier verschoben. Das ist eine Möglichkeit, die kann man machen. Die ist sehr sinnvoll, obwohl das vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen komisch aussieht, weil wir nämlich damit dann nicht in eine Begrenzung laufen des Servos, eine mechanische Begrenzung des Servos laufen, weil wir praktisch immer noch maximal 100% oder minus 100% am Ausgang produzieren. Ja, das ist durchaus sinnvoll. Ja. Man kann das aber auch anders machen. Und das ist die andere Variante. Die hat in dem Menü dann dieses Gleichheitszeichen, sehen wir dann gleich noch. Und die ist bezeichnet mit symmetrisch. Also das, was wir jetzt hier gerade gezeichnet haben, das ist Central Only steht da, das ist nicht so wirklich auf Deutsch übersetzt, also nur Mitte. Oder nur, sagen wir besser, nur neutral. Und das andere, wo als Symbol das Gleichheitszeichen gewählt worden ist, da steht dann symmetrisch. Und damit ist gemeint, dass diese beiden Geraden, oder dass dieser Teil und dieser Teil tatsächlich eine Gerade bilden. Und zwar verschiebt man die ursprüngliche Winkelhalbierende, also die mit der Steigung 1, die verschiebt man einfach dann hier hin. So. Das ist also dann die symmetrische Variante. Und das bedeutet natürlich, dass wir im Grunde genommen hier oben, die Gerade würde ja weitergehen, da würden wir sozusagen über die 100% oder sagen wir besser das, was als Maximum hier angegeben ist, da würden wir eventuell über dieses Maximum oben drüber schießen. Und damit das nicht passiert, damit wir verhindern wieder, dass so ein Servo in die mechanische Begrenzung läuft, dazu dient unser Begrenzungsblock und der wird nach der Subtrimmung angewendet. Bei der Neutralvariante spielt er eigentlich keine Rolle, aber bei der symmetrischen Variante spielt er eine Rolle, weil der dann hier dazu führt, dass wir hier so eine Abregelung haben, an der Stelle, wo diese Kurve drüber hinweg schießt. Das ist hier nur in einem positiven Fall so, hier unten ist das nicht der Fall, hätten wir aber eine Trimmung ins Negative gehabt, dann wäre das dann
so gewesen. Und hier unten hätten wir dann die Begrenzung auf das Minimum gehabt. Ja, dafür ist dieser Begrenzer nochmal da. Der verhindert also, dass wir durch das Subtrim kritische Werte an unser Servo weitergeben. Ja, das sind diese beiden Unterschiede zwischen nur Neutralposition wird verschoben und dann haben wir so einen Knick hier in der Gerade, was eigentlich das Natürliche ist, oder das Symmetrische, wo wir dann auf die Begrenzung mit achten müssen. Ja, gucken wir uns das nochmal kurz am Simulator an. Da ist er. Okay, also ich habe ja hier die Default-Einstellung, also die Standardeinstellung belassen. Das heißt, wir finden uns hier in dem Subtrim-Modus Center Only wieder, aber ich kann es eben auf symmetrisch stellen. Und wir sind hier im Kanal 1, das ist unser Ruder. Man sieht das auch schön, wenn ich in der rechten Hälfte bin, also bei den positiven Werten, dann wird das nochmal unterlegt. Dann findet also die Skalierung durch den Max-Wert statt und auf der linken Hälfte findet dann die Skalierung durch den Min-Wert statt. Ja, wenn ich jetzt das Maximum zum Beispiel kleiner mache, so dass wir das sehen, dann sehen wir hier oben in dem kleinen Monitor auch schon mal so einen Balken reinfahren. Und das, was unten ist, ist tatsächlich der Mischer aus, der Mischer-Output. Und das, was oben ist, ist dann, was durch die Skalierung entstanden ist. Da haben wir auf 80% skaliert im positiven Bereich. Im negativen Bereich haben wir nicht skaliert. Ich denke, das kann man da so mal ganz gut erkennen. Ich setze das wieder zurück auf 100%. Und wir probieren das jetzt auch mal aus, indem wir nämlich Gas geben. Das ist jetzt blöd für das Seitenruder. Wir müssen den anderen Kanal nehmen. Ich gehe mal kurz zurück. Was war denn hier? Genau, das ist nämlich der eine Motor. Wenn ich das hier schön nach oben bewege, geradeaus nach oben bewege, dann geben wir Gas und wir landen bei 100%. Wenn ich aber anfange, das Seitenruder dazu zu mischen, dann kann ich natürlich auch Werte produzieren, die jetzt über 100% liegen. Man sieht das jetzt nur an dem Wert, weil der Balken ist da zu Ende. Aber ich komme hier tatsächlich bis 140%. Aber der Ausgang wird erfolgreich durch unseren Maxwert auf 100% eingeschränkt. Würde ich jetzt diese Extended Limits benutzen? Können wir ja mal machen. Ich setze das. Erstmal steht mein Max immer noch auf 100%, also da ändert sich jetzt nichts dran. Aber wenn ich jetzt hier mit Extended Limits und dann kann ich jetzt hier das hochsetzen und dann kann ich auch tatsächlich Werte größer als 100% am Ausgang produzieren. Ich setze das aber wieder zurück. Falsch geklickt. So, Zeile editieren. Gut. Also es bleibt bei 100%. Mehr kann ich da nicht produzieren. Genau. So, das war noch einfach. Das war die Skalierung. Jetzt kommt das mit dem Subtrim. Ich glaube, da gehe ich lieber wieder in unser Seitenruder und in unser Ruder von unserem Modell. Nehmen wir mal an, das Modell fliegt oder fährt nicht geradeaus. Das würde man ja normalerweise mit dem Trim, also beispielsweise hier am Knüppel, dann korrigieren. Es kann natürlich sein, dass jetzt unser Servo einfach, der Servohebel schief ist oder das Ruderhorn schief ist und dass ich deswegen diese mechanische Unzulänglichkeit hier mit dem Subtrim korrigiere. Also jetzt nicht der Einfluss des Windes oder des Seeganges, was ich korrigiere, das mache ich dann über den Trim von dem Knüppel, sondern es geht jetzt hier, oder meinetwegen Höhenruder, ja,
Der Spritpegel nimmt ab, das Modell wird also vorne leichter, ich muss ein bisschen Tiefe zumischen. Das würde ich über den normalen Trim machen, wenn ich das überhaupt trimmen will. Das hat ja nichts mit der Mechanik zu tun. Die Mechanik bleibt also gleich. Aber wenn ich ein Problem mit der Mechanik habe, dann ist das ein Fall für den Subtrim hier. Wenn ich den jetzt erhöhe, sagen wir mal ein bisschen deutlich, dass man das auch sehen, auf 20%, 22%, nee, 20%, so. Und ich lenke das jetzt also hier aus, dann sieht man, dass ich bei 0 20% habe, aber die Differenz zwischen den beiden Balken wird also immer kleiner, je weiter ich dann in den maximalen Ausschlag hineinkomme und das zur negativen Seite genauso. Man sieht also, dass diese Gerade, die wir dann haben in dem Diagramm, nicht unbedingt eine winkelhalbierende ist. Ja, wir landen also bei dem Maximumwert. Wenn ich den Maximumwert jetzt hier verkleinern würde, dann würde dieser Zusammenlaufeffekt schon früher passieren und ich bin also dort dann bei 90%. Da ist die Trimmung dann sozusagen komplett weg, wenn man das mal so sagen möchte. Schwierig zu erklären, ich glaube am Diagramm. Mit Worten ist es, glaube ich, schwierig. Am Diagramm ist es dann besser zu sehen. Ja, und der andere Fall ist eben, wo wir in die Begrenzung reinlaufen, wenn wir diesen symmetrischen Modus haben. Da ändert sich im Neutralpunkt nichts an dem Verhalten, aber wenn wir dann hier auslenken, man sieht das schön an den beiden Balken, der Abstand bleibt immer der gleiche, bis ich dann in die Begrenzung laufe und dann am Ende bei dem gelben Balken bin ich jetzt in der Begrenzung. Da tut sich dann natürlich nichts mehr. Es wird dann komplett abgeschnitten. Ja, gut. Also ich würde sagen, dieses mit dem Center Only oder nur den Neutralpunkt zu verschieben, das ist eher das Natürliche, weil ich dann immer noch den gesamten Knüppelausschlag zur Verfügung habe, ohne dass ich da irgendwo begrenzt werde. Okay, gut. Dieses Overhead Channel, das taucht hier überhaupt gar nicht auf in dem Menü. Also Kurve, ja, Entschuldigung, ich bin jetzt gerade ein bisschen, habe meine Reihenfolge verlassen. Kurve, wie gesagt, das besprechen wir heute nicht. PPM Mitte war jetzt auch nicht. Das Einzige, was wir jetzt noch nicht hier uns angeguckt haben, war die Invertierung. Wenn ich also jetzt hier nach da auslenke, ist der Servoanschlag Aufschlag zur anderen Seite. Und natürlich wirkt sich das Subtrim dann auch logischerweise auf die andere Seite aus. Aus 20% Subtrim wird dann bei der Invertierung minus 20% am Ausgang. Wie gesagt, die Umkehrung findet ja ganz am Ende statt. Das ist ein Indiz dafür, wie die Reihenfolge der Verarbeitungsblöcke dann aussieht. Okay, den Subtrim mache ich mal wieder auf 0. So, 0. Und wie schon bei den Mischern und bei allen anderen Dingen, kann ich diese Werte nicht nur komplett hier fest einbrennen, sondern ich kann also auch zum Beispiel eine globale Variable hier verwenden, um das im laufenden Betrieb vielleicht nochmal zu ändern. Das werden wir aber später kennenlernen, denn ein wichtiger Punkt oder neben Inputs, Mischern und Outputs ist so etwas, was auch ja, so ein bisschen Kopfzerbrechen bereitet, vor allen Dingen bei Leuten, die jetzt nicht aus der Fliegerei kommen. Das sind diese Flugphasen und da spielen dann diese globalen Variablen noch eine zentrale Rolle. Aber das ist ein Fall für die nächste Folge, denn die Zeit ist schon relativ weit fortgeschritten. Okay, genau. Ich suche jetzt hier dieses Menü Spezialfunktion. Ich kann mir das Icon meistens nicht merken. Da sind jetzt schon zwei eingetragen. Die lassen wir auch mal außer Acht. Aber ich hatte das mit dem Override Channel erwähnt. Und da können wir jetzt also hier eine neue Spezialfunktion anlegen. Die Nummer 3. Und da kann man also sagen, wie die aktiviert wird. Und dann kann man hier überschreiben.
welcher Kanal überschrieben werden soll, angeben. Und das ist genau das, was ich meinte mit Override Channel. Und da kann beispielsweise hier, egal was wir produziert haben am Output, etwa dann, wenn diese Spezialfunktion Override Channel aktiviert wird, der Kanalwert mit diesem Wert 0 hier hart überschrieben werden. Man muss daran denken, diese Spezialfunktion auch zu aktivieren. Ja, das ist so ein bisschen crazy, dass man das nochmal extra hier aktivieren muss. Aber wie gesagt, für mich ist das eher eine historische Altlast, weil man das wesentlich übersichtlicher, wie ich finde, mit der Aktivierung oder Deaktivierung von Zeilen in den Mischern oder Inputs dann erreichen kann. Okay, ja, damit haben wir einmal so halb vollständig, wir haben ja ein bisschen was ausgelassen, so diesen Ausflug in die Outputs gemacht. Es hat jetzt doch relativ lange gedauert, aber es war doch, glaube ich, vergleichsweise etwas einfacher als beispielsweise die Mischer. Wichtig bei allem ist, dass man sich über die Reihenfolge der Verarbeitung klar wird. Nicht nur die Reihenfolge im Groben, also Inputs, dann Mischer, dann Outputs, sondern auch immer die Reihenfolge in dem einzelnen Verarbeitungsblock. Hier zum Beispiel Kurven, Skalierung, Subtrimmung und so weiter. Kann sich natürlich kein Mensch merken. Deswegen habe ich dieses Diagramm gemalt. Genau. So, dann danke ich fürs Zuschauen und natürlich wird diese Reihe fortgesetzt. Ich weiß noch nicht, was nächstes Mal dran ist. Das muss ich mir mal überlegen, was vielleicht auch didaktisch dann am sinnvollsten ist. Ich vermute mal die Flugphasen, aber vielleicht werfe ich das auch noch mal um und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Ciao.